Hallo, liebe Leute, hier live aus Berlin. Miriam Meckel und ich sind auf der Republika 2017, einer Medien- und Technologiekonferenz, einem Kongress, einer Messe. Und ich bin heute hier mit einer sehr enhanceden Miriam. Was hast du da an deiner Stirn? Ich habe da was sehr Interessantes an meiner Stirn. Das ist sozusagen das Versuchskaninchen, das technische Versuchskaninchen, über das ich gerade auch bei meinem Vortrag hier gesprochen habe. Brain Hacking und Neuroenhancement. Das ist ein Produkt der Firma Think aus Boston, ein Startup, das sich dem Neuroenhancement verschrieben hat. Dieses Ding kann man für $300 einfach im amerikanischen Markt kaufen, ist nicht zertifiziert von der amerikanischen Gesundheitsbehörde und ist dafür da, dass man sozusagen über leichte Stromstöße im Gehirn seine Aktivität oder seine Beruhigungsphase einleiten kann. Ich habe jetzt hier gerade ein Programm laufen. Also was hier passiert, ist, dass unter diesem Sensor hier oder unter dieser Elektrode, die verbunden ist unter der Mütze, ich werde es hier mit einer zweiten Elektrode, hier hinten an meinem Kopf, dass da sozusagen Stromzufuhr geleistet wird. Und das Ganze wird mit einer App gesteuert. So sieht das aus. Und ich habe jetzt hier, das läuft jetzt schon seit 5 Minuten, ich merke es auch schon, das ist so ein Kribbelgefühl, so als ob man so hunderte von kleinen Nadeln irgendwie so auf der rechten Kopfseite permanent im Einsatz hätte und bin jetzt hier bei 52% Stromzufuhr, kann man glaube ich sehen. Man kann auf 100 gehen, aber ich jetzt nicht, weil dann falle ich entweder um oder mir wird schlecht. Und das wollen wir natürlich jetzt im Moment von Ihnen. Kurze Frage, warum macht man das? Warum macht Frau das? Warum möchte Frau das? Was genau versuchst du mit diesen Prozentzahlen denn anzurichten bei dir im Gehirn? Also ich versuche damit, das ist transkranielle Magnetstimulation. Das heißt, da wird sozusagen eine spezielle Stromart direkt sozusagen auf das Gehirn appliziert. Und damit kann ich entweder ein Activity-Programm starten oder ein Relaxation-Programm. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe morgens auf und es läuft gerade schlecht, weil ich eigentlich am liebsten im Bett bleiben würde, dann kann ich also diese App nehmen und dieses Ding anlegen und kann 10 Minuten mich mal ins Activity-Programm begeben und dann wird so bum 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 sozusagen mein Gehirn in eine Aktivität versetzt und ich bin dann wach. Ich habe das mal gemacht, als ich das ausprobiert habe, das erste Mal, da war ich gerade in Boston gelandet und leicht gejetlaggt und habe das probiert und bin dann so ganz lustig so immer auf 100% Strom gegangen, weil ich dachte, da muss man doch mal gucken, was da passiert, volle Ladung. Danach hatte ich dann das Problem, dass ich 48 Stunden nicht schlafen und eigentlich auch nichts essen konnte und das, was ich gegessen hatte, hatte freudiges Wiedersehen, das war also nicht so der richtig gute Effekt, man muss also ein bisschen vorsichtig sein. Man kann auch noch ein Calming, ein Relaxation-Programm machen, wenn ich also abends das Gefühl habe, ich kann nicht schlafen oder so, dann lege ich das an, tue ich nicht, ja, also theoretisch könnte ich das anlegen und könnte sagen, mit diesem Programm gebe ich mich 10 Minuten der Relaxation hin und dann kann ich wahrscheinlich auch einschlafen. So, wir haben jetzt hier schon einige Kommentare und Fragen. Justin sagte gerade, ist das denn wirklich praktisch oder ist das nicht auch ein Schritt zum Robotermenschen? Findest du das praktisch? Machst du das jetzt irgendwie einmal die Woche? Muss ich da befürchten, dass eine total enhanced Miriam bald ins Büro gehüpft kommt? Nee, also ich mache das jetzt nicht ständig, sondern ich habe das wirklich als Selbstversuch gemacht für ein Buchprojekt und wollte gerne ausprobieren, wie das geht. Und es ist schon ein bisschen scary auch, dass wir eigentlich damit an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir manipulieren unser Gehirn und unsere Gemütszustände per App auf Knopfdruck, so dass wir immer dann aktiv sind, wenn es gebraucht wird, immer dann ruhig sind, wenn es gebraucht wird. Das hat schon was zu tun damit, dass der Mensch irgendwie echt zu einem Mittel, Medium von Problem und Problemlösung wird, also runtergedeutet sozusagen auf eine reine Funktionalität dessen, was unser Gehirn leisten muss, gemessen an den Ansprüchen, die von außen auf uns zukommen. Und das finde ich schon ein ziemlicher Knaller. Glaubst du nicht auch, dass das dann so einen gewissen Druck kreieren kann, wenn du dich jetzt enhanced, habe ich wahrscheinlich bald auch das Gefühl, dass ich das auch tun sollte. Und die Frage ist ja dann, wer kann sich das leisten? Ne? Wer macht das? Wer kann es machen? Wer hat da überhaupt Zugang zu? Hast du? Ich würde dringend sagen, dass du dich enhancen solltest, dann ist, glaube ich, die Hälfte der Umwelt, mit der du redest, komplett abgeschnitten, weil sie da nicht mehr mitkommt. Also insofern Vorsicht. Ich brauche das Calming-Projekt, das Programm. Relaxation and Calming, genau. Das ist wahrscheinlich die bessere Variante. Ja. Okay. Aber andere Menschen, die das eventuell mitkriegen und dann denken, Mensch, ich brauche jetzt hier auch nochmal eine extra Zufuhr Power. Wo glaubst du, führt das hin? Wenn wir das in 1-2 Jahren alle machen müssen, wird das uns suggeriert, wir sollten es tun, können wir uns das alle leisten? Oder glaubst du, dass es da auch echt ein Risiko gibt, da schon wieder eine Spaltung auch zu kreieren? Also ich glaube nicht in 1-2 Jahren, aber diese Produkte sind ja eben auf dem Markt, ja, und wir reden ja auch schon über Forschung mit Hirnimplantaten, das heißt, dann wandert dieses Ding in meinen Kopf oder ein anderes Ding in meinen Kopf.
da passiert ja einiges. Und insofern glaube ich schon, dass das eine Entwicklung ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und du hast gerade von der Spaltung geredet. Wir kennen Social Divide, wir haben lange über Digital Divide, über Participation Divide im Internet geredet. Und das nächste könnte sozusagen der Neuro-Divide sein, wo die Frage ist, ob wir wirklich eine Zweiklassengesellschaft bekommen. Die einen, die sich leisten können, $300 ist ja nicht wenig, sowas zu kaufen, um sich zu enhancen, ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die sich das nicht leisten kann, hat leider Pech gehabt, ja, weil sozusagen der Marktplatz des Wettbewerbs jetzt ins Hirn verlagert worden ist. Und das nenne ich mal Neurokapitalismus, was da entsteht. Und, nennt sie einfach mal so. Nenne ich mal einfach Neurokapitalismus. Miriam Meckel hat heute den Neurokapitalismus mal eben hier gecoint. Du hast gerade gesagt, es gibt dann Leute, die sich eventuell auch einfach irgendwas ansetzen, anbauen. Neil Harbison ist ja der erste Cyborg, der erste anerkannte, offiziell registrierte Cyborg. Heißt also, wie eben angesprochen wurde, ein Robotermensch, der hat sich eine Antenne in den Kopf einbauen lassen. Von hinten, da ist sie quasi angeschraubt und die geht dann einmal so über seinen Kopf. Und damit kann er was genau tun? Er läuft ja damit wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche rum. Was kann er damit tun? Er kann damit Farben hören. Neil Harrison ist farbenblind und diese Antenne führt dazu, dass 360 unterschiedliche Farben in unterschiedliche Tonsignale verwandelt werden. Und diese Tonsignale werden über die Antenne direkt hinten in die Schädeldecke eingeschweißt, sodass er also Farben sehen kann. Und die Antenne, die neue Generation, wenn ich es richtig verstanden habe, hat auch Wi-Fi und Bluetooth. Das heißt, Freunde können ihm ein Foto schicken und das Foto kann er dann auch hören. Und ich fand ganz interessant, dass ich mal über ihn gelesen habe, er hat gesagt, it's alive with a new sense that can never be shut off. Also ein neuer Sinn, der dazugekommen ist, das Hören von Farben, von optischen Eindrücken, aber kannst du nie wieder ausmachen. Und das finde ich komplett Horror, die Vorstellung, dass man sämtliche Reize permanent auf seinem Kopf hat oder in seinem Kopf hat und es gibt gar keinen Ausknopf mehr. Verrückt. Ich habe auch gehört von Neil Harbison, dass er gesagt hat, dass jetzt vor kurzem, genau wie du beschrieben hast, durch diese Bluetooth- und Wi-Fi-Funktion, vor kurzem diese Antenne das erste Mal gehackt wurde. Lustigerweise aber nicht mit irgendeinem Datenklau, sondern er hat wohl das erste Mal ein Bild geschickt bekommen, also ein Selfie war das, worum er nicht gebeten hatte. Es hat ihm also einfach jemand in seine Antenne gefunkt und hat ihm ein Bild geschickt und er dachte, klasse, kenne ich nicht, höre ich aber jetzt farbenmäßig, höre ich mir dieses Selfie mal an, wenn man das so sagen kann. Aber das ist natürlich auch ein bisschen scary, was so an Manipulation und an wirklich auch Risiko dann das mit sich bringt. Ich reg mich immer noch bei mir zu Hause auf über die Anzeigenblätter, die da permanent stapelweise vor der Tür liegen und die ich dann wieder ins Altpapier schleppen muss. Ja? Aber das ist natürlich eine irre Fortentwicklung, wenn ich die Anzeigenblätter gleich bitte sozusagen keine Werbung, ins bitte Gehirn gesendet kriege. Wo hänge ich das Schild? Bitte keine Werbung auf. Direkt auf die Stirn. Die Stirn rein. Es muss irgendwie digital. Es muss einen digitalen Filter geben, der unverlangt eingesandte Selfies sozusagen automatisch aussondert. Hammer. Bitte keine unverlangt eingesandten Selfies. Hier jetzt also einmal die Bitte an euch, bloß keine unangefragten Selfies an uns zu schicken. Was ihr uns aber gerne schicken könnt, sind Themenideen bzw. Interessen von euch. Einfach mal direkt an uns e-mailen. Unsere E-Mail-Adressen findet ihr auf der Wirtschaftswoche-Seite. Haben einige von euch auch schon gemacht. Zu diesen Themen kommen wir sicherlich auch noch in den nächsten paar Wochen. Könnt auch hier Fragen schicken. Das ist klasse. Wir wollen das hier ganz interaktiv halten. Wir bewegen uns jetzt mal ein wenig über die Republika gleich. Es geht noch weiter. Nimmst wollen wir mal ein bisschen zeigen? Gerne. Weil wir wollt sind hier mitten in der Halle. Ne? Wir wollen das ein bisschen zeigen. So, genau. Also hier ist einmal die Messehalle der Republika. Ihr seht überall so nette Holzschilder. Das sind jetzt die Logos. Logi? Logos. Wir bleiben bei Logos. Logen. Das sind die Plural-Logos von den Ständen. Wer ist hier vertreten? Alle sind mit dabei. WDR, ZDF, Google, Daimler. Ganz viele haben hier einen Stand, um sich zu informieren, was digital so abgeht und natürlich auch, um die Leute zu informieren, was die jeweiligen Marken so in der Entwicklung haben. Wir gehen jetzt noch einmal raus. Da draußen gibt es Kaffee und Menschen mit klasse roten Hosen. Ich glaube, der Mann hat sich gerade extrem gefreut, dass er auch mit dabei war. Hammer. So. Hältst du das jetzt noch an? Nee, also mein Activity-Programm ist jetzt abgelaufen. Ich habe jetzt 10 Minuten Stromzufuhr auf meinem Kopf gehabt. Mir geht es ganz gut. Ja. Aber ich kriege halt so leicht schwitzige Hände jetzt. Das ist so ein Zeichen, wo ich denke, also könnte was damit zu tun haben. Und gucke jetzt mal, wie es so im weiteren Verlauf des Tages wird. Ich muss noch meine Kolumne heute schreiben. Also je nachdem,
wie die dann so wird, kann man daran vielleicht ablesen, ob das besser oder schlechter gelaufen ist mit dem Activity-Programm. Heißt also, die nächste wird was, aber definitiv lesen, denn diese Kolumne wurde komplett enhanced geschrieben. Ich finde, du könntest noch einen ganz kleinen Moment aufbehalten und wir erzählen ein paar Leuten, dass du damit ganz arg extraordinäre Dinge tun kannst. So nach dem Motto Gedanken lesen und so ist ja auch im Kommen. Also vielleicht könnten wir noch ein bisschen Spaß damit haben mit diesem lustigen Aufsatz. Sehr genau, so machen wir das. Und sehr schön. Ja, wir sehen uns am nächsten Freitag. Korrekt. Da sind wir im südlichen Deutschland unterwegs, auf einer internen Verlagsveranstaltung und werden uns aber trotzdem Zeit nehmen, um unsere kleinen Streamteam wieder mal zu aktivieren. Und vielleicht findet man in der besinnlichen Betrachtung des Tegernsees auch noch ganz interessante Einsichten zur Digitalisierung und zum technologischen Fortschritt. Eventuell kann uns das passieren. Ja. Ich freue mich drauf und sage Ciao von der Republika. Denkst du auch gerade ein Auf Wiedersehen? Achtung, ich denke auch.